Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Ja, das Thema Bundespräsidentschaftswahl wird uns die nächsten Wochen, Monate beschäftigen. Jetzt bei uns ist Michael Brunner. Er ist freier Anwalt seit 30 Jahren, Chef der impfkritischen Protestpartei MFG. Und jetzt möchte er auch Bundespräsident werden, zumindest. Tritt er am 9. Oktober gegen Alexander Van der Bellen an. Herr Brunner, warum und was wollen Sie eigentlich erreichen? Also die MFG hat immer gesagt, sie wird bei möglichst allen bzw. vielen Wahlen antreten. Wir treten ja auch jetzt am 2. Oktober in den burgenländischen Gemeinden an, in rund 30 Gemeinden. Wir treten bei der Tiroler Landtagswahl an und voraussichtlich wird es auch in Niederösterreich eine Wahl ergeben. Auch dort werden wir antreten und dann jedenfalls haben wir uns entschieden, letztes Wochenende, dass ich als Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl antrete. Weil wir als politische Partei von den Möglichkeiten, gewählt zu werden, selbstverständlich Gebrauch machen wollen und auch eine Botschaft an die Bevölkerung schicken, dass wir wählbar sind und dass wir uns zur Verfügung stellen für alle politischen Ämter. Das heißt, Sie sehen sich längst nicht mehr nur als reine Protestbewegung, sondern als politische Größe in diesem Land, als eine Bewegung als solches, das nicht nur gegen etwas sein will, sondern jetzt auch für, und zwar für die Hofburg. Wir waren nie eine reine Protestbewegung und es ist auch völlig unrichtig zu sagen, dass wir eine impfkritische Partei sind, weil diese Covid-19-Injektionen ja medizinisch erwiesen gar keine Impfung sind. Daher, wenn wir gegen diese Impfung auftreten, die ja keine ist, können wir nicht impfkritisch sein, weil sie kann ja keine sterile Immunität verschaffen. Wir sind sehr wohl nicht gegen Impfungen, die allgemein anerkannt sind und erprobt sind, haben wir keine Einwände. Daher ist die Bezeichnung impfkritische Partei völlig unrichtig. Naja, aber das war noch das Hauptargument, wie Sie überhaupt auf das politische gehüpft sind. Ja? Nein, wir sind auf das Tapet gehüpft, weil wir uns gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen haben. Und die Corona-Maßnahmen waren und sind es ja zum Teil auch heute noch das Thema Nummer eins für die Bevölkerung und für die Politik. Wir haben geantwortet auf die politischen Themen in Corona-Angelegenheiten. Wenn Sie das Parteiprogramm sich ansehen und es wird jetzt in Kürze noch viel umfangreicheres auf die neue Homepage gestellt, dann sehen Sie ja, dass wir zahlreiche Themen behandeln. Naja, also bisher haben Sie sich eher damit einen Namen gemacht, dass Sie gegen etwas sind. Und bei der Rede zur Kandidatur haben Sie ja auch gesagt, das Erste, was Sie machen würden, alle Corona-Maßnahmen abschaffen, Regierung entlassen. Sind Sie jetzt ein Ich bin gegen alles Politiker oder haben Sie die da schon noch ein bisschen mehr? Die Regierung ist dazu entlassen, weil sie ungefähr 100 festgestellte Verfassungsbrüche, festgestellt durch den Verfassungsgerichtshof, zu verantworten hat, weil die Maßnahmen während der Corona-Zeit nicht verhältnismäßig waren, gegen die Grundrechte verstoßen haben und zum Teil ja noch immer verstoßen, soweit sie aufrecht sind. Und diese Regierung, das ist ja auch ganz wesentlich, nicht mehr von der Mehrheit der Bevölkerung getragen ist. Es sind nicht einmal mehr 30%, die diese Regierung stützen und es sind nicht einmal mehr 18%, die ihr das Vertrauen aussprechen. Und dann kommt ganz wesentlich dazu, dass diese Regierung diese enorme Teuerungswelle zu verantworten hat. Die Teuerungswelle, die heute viele Österreicher in den Ruin treibt. Wir hatten zunächst im Februar eine Inflationsrate von 5,8%. Es wurden bis zum 21. Juli 2021 für Corona-Maßnahmen 175 Milliarden Euro ausgegeben. Das sind pro Haushalt gerechnet 43.700 Euro. Das muss wieder erwirtschaftet werden. Und dafür ist die Regierung verantwortlich zu machen. Und daher soll sie entlassen werden. Corona steigt wieder merkbar an. All die Maßnahmen, die Sie über Wochen, Monate schwerst kritisiert haben, wie Maske, wie Impfung, wie dieses Contact Tracing,
Was würden Sie jetzt dann als Chef einer Regierung machen, wenn die Corona-Zahlen so anspringen, wie sie jetzt ist, einfach durchrauschen lassen? Oder was ist so das Erste, was nicht richtig ist, dass die Zahlen erwiesenermaßen ansteigen. Weil Sie können durch den PCR-Test keine Infektion nachweisen und er ist auch nicht für die Testung an asymptomatischen Personen überhaupt zugelassen. Er ist nicht für rein diagnostische Zwecke zugelassen. Also wird ein Mittel verwendet, wofür es medizinisch nicht zugelassen ist. Und wie auch der Herr Professor Allerberger, bevor er dann noch früher in Pension geschickt wurde, gesagt hat, hätten wir nicht so viel getestet und Österreich ist ja der Testweltmeister, hätten wir von der Pandemie ja gar nichts gewusst. Naja, aber das ist schon eine ziemlich kühne, wenn nicht gar idiotische Behauptung. Denn jeder, der Corona gehabt hat und es zum Glück überstanden hat, wird Ihnen erzählen, dass Corona ganz sicher mehr ist. Selbstverständlich, das ist ja keine Frage. Corona ist eine Krankheit und kann auch eine schwere Erkrankung natürlich nach sich ziehen. Nur die Mortalitätsrate ist die vergleichbar mit einer saisonalen Influenza und die liegt bei 0,15%. Und das sagt ja kein Geringerer als unserer Professor Ioannidis. Und selbst der gewesene Gesundheitsminister Herr Mückstein hat ja bestätigen müssen auf Anfrage des Verfassungsgerichtshofes, dass das Durchschnittsalter der an oder mit Corona Verstorbenen bei 82,8 Jahren lag. Und davon war erwiesenermaßen mehr als die Hälfte nicht die Todesursache Corona. Sondern? Eine ganz andere Vorerkrankungen. Das heißt, Sie sagen jetzt, wir wurden da 2 Jahre lang wirklich belogen, mit Zahlen manipuliert und die Regierung hat nichts anderes getan, als Angst und Panik verbreitet, um was zu erreichen? Es stand bereits also im März 2020 fest, dass man keinen Lockdown braucht. Das haben bereits die Berater um kurz ihm gesagt, dass die Maßnahmen überbordend sind, dass sie wollten keine Schulschließungen beispielsweise. Und trotzdem wurde es aber gemacht. Und daher, damit jeder seinen offenen Diskurs pflegen kann und sich seine Meinung bilden kann, habe ich auch gefordert, die Einsetzung eines außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses mit unabhängigen Experten. Sie bezeichnen sich innerhalb des MFG als Kämpfer der ersten Stunde. Ja. Wer kämpft? Möchte auch Sie. Ich habe also möchte auch Sie. Sie sagen es, natürlich möchte ich Sie. Das möchte ich was wollen Sie dann tatsächlich, was wollen Sie wirklich erreichen bei der Bundespräsidentschaftswahl? Ich möchte eine Stichwahl erreichen, wie ich das letzte Mal bereits in der Pressekonferenz gesagt habe. Und in dieser Stichwahl dann ist sehr viel, wenn nicht sogar alles möglich. Ja, aber wie soll das gehen? Weil momentan sind Sie im Rennen, dann unser geschätzter Kollege Gerald Gross, dann Marco Bogo, ein Arzt, und eben Alexander Van der Bellen. Die FPÖ hält sich noch bedeckt. Es ist nicht so, dass alle Kandidaten, die jetzt momentan gegen VDP antreten, über den berühmten Donau-Dampfschifffahrts Kapitän hinauskommen, oder? Glauben Sie, dass Sie mehr Stimmen? Die Situation ist sicher eine ganz andere, als sie noch bei vorherigen Präsidentschaftswahlen der Fall war. Beispielsweise die Wiederwahl bei der zweiten Amtsperiode von Herrn Dr. Fischer lag bei rund 79-80%. Jetzt wurden, wie ich jetzt beim ORF gehört habe, hochgerechnet 58% nur noch für Van der Bellen diagnostiziert. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine Regierung, die inkompetent ist, die nicht mehr von der Bevölkerung getragen ist, die auch nicht mehr das Vertrauen der Bevölkerung genießt. Und wir haben 2,5 Jahre völlig überbordende Corona-Maßnahmen hinter uns und einen Bundespräsidenten, der seit 2,25 Jahren geschwiegen hat. Er hätte handeln müssen. Er hätte handeln müssen angesichts von 100 Verfassungsgerichtshoferkenntnissen, die eindeutig den Verfassungsbruch bestätigt haben. Ich hätte gehandelt. Das heißt, Sie haben massive Kritik an VDP und an seinem Stil, wie er Punkt 1 mit der Pandemie umgegangen ist und im Übrigen überhaupt mit den vielen Ministern und Regierungen, die er anzugehoben hat. Sie sagen jetzt, wir hatten drei Kanzler, wir hatten drei Gesundheitsminister und zahlreiche andere Minister, die gewechselt haben. Das ist ja kein Resümee, keine Auszeichnung für eine
eine Bundesregierung. So etwas gab es ja in Österreich noch nie. Und jetzt kommt eine enorme Teuerungswelle im Herbst auf uns zu. Ungefähr 25% der Österreicher können sich ja das tägliche Leben gar nicht mehr leisten. Ja, aber wie wollen Sie als Bundespräsident diese Teuerungswelle zum Beispiel abfedern? Welche Programme könnten denn Sie da umsetzen? Indem ich die Regierung entlasse und den Weg freimache für Neuwahlen. Es ist jetzt auch nicht ja die erste primäre Aufgabe eines Bundespräsidenten, eine Teuerungswelle abzufedern. Dazu ist er das Parlament berufen, aber er kann sehr wohl darauf hinwirken, wie beispielsweise eine Reduktion oder komplette Aussetzung der Umsatzsteuer auf Bedarfsgüter des täglichen Lebens oder eine Aussetzung der Mineralölsteuer. Wenn wir denken, dass der Benzin heute ungefähr 2,1 Euro bis 2,3 Euro kostet und davon knapp 60% an Steuern in die Staatskasse fließen, das heißt, der einzelne Bürger verarmt, aber der Staat wird noch reicher. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, Sie kritisieren ja nicht nur Kanzler Nehammer und seine ÖVP, sondern Sie sagen ja auch, die ihn unterstützenden Grünen sind längst keine pazifistische Bewegung mehr, sondern eine reine Kriegspartei. Was heißt denn eine das? Eine reine Kriegspartei habe ich nicht gesagt. Nur jemand, der dafür eintritt, dass Waffen in ein kriegsführendes Land geliefert werden, der beteiligt sich indirekt daran, dass dieser Krieg noch weitere und noch mehr Opfer fordern wird. Wir als MFG sind immer dafür eingetreten, die Verhandlungsparteien, die Parteien des Krieges zum Verhandlungstisch zu bringen und zu zwingen. Und das wäre die große Chance von Österreich gewesen, so wie es immer Österreich gemacht hat. Wir wollen vermitteln, aber wir halten uns aufgrund unserer Neutralitätsverpflichtung, die ja auch ein Recht ist, aus jeglichem Konflikt, der Gewalt nach sich zieht, heraus. Ja gut, wir sind kein militärischer Bündnispartner, wohl aber sind wir ein Bündnispartner der EU auf politischer Ebene im Verhandlungsspielraum mit Moskau. Glauben Sie, dass Sie als Bundespräsident da etwas bewegen könnten? Das glaube ich sehr wohl. Wenn wir unsere Neutralität als Recht wahrgenommen hätten, hätten wir wie auch in früheren Zeiten eine wesentliche Vermittlungsrolle einnehmen können. Und ich als Bundespräsident wäre der Erste gewesen, der beide Kriegsparteien gebeten hätte, nach Österreich zum Verhandlungstisch zu kommen und nicht wie in der Steinzeit sich gegenseitig mit Waffen zu töten. Der Krieg ist das Schlimmste, was die Menschheit erfahren kann. Das ist richtig. Es kehrt auch immer das Schlechteste hervor, was der Menschheit so zu bieten hat. Aber glauben Sie allen Ernstes, dass Österreich in diesem Konflikt eine Rolle hätte spielen können? Glaube ich sehr wohl. Zumindest hätten wir es versuchen müssen. Aber das gab es ja mit Gesprächen vom Bundeskanzler mit Putin sowohl also ich am denke, Telefon. Dass der Besuch des Herrn Nehammer in Russland eher peinlich war als förderlich. Und es wurde auch von Russland nicht förderlich aufgefasst. Ganz im Gegenteil, wir als Österreicher aufgrund unserer Haltung gegenüber Russland stehen heute auf einer unerwünschten Liste. Das hätten wir wohl vermeiden können. Schon allein aus Rücksicht gegenüber der Bevölkerung. Wir sind als Politiker in erster Linie dem Volk verpflichtet und ich muss danach trachten, dass es meiner Bevölkerung gut geht. Daher kann ich nicht an Maßnahmen zu Lasten der Bevölkerung teilnehmen. Sagen Sie, vor Ihrem politischen Leben, ja. Wen haben Sie denn eigentlich gewählt? Ich war ein Wechselwähler. Ich habe immer jene Partei gewählt, von der ich der Ansicht war, dass sie den geringsten Schaden für Österreich verursachen wird. Haben Sie zum Beispiel Sebastian Kurz gewählt? Ein einziges Mal, aber das habe ich sehr bereut. Oder waren Sie doch eher angedockt bei Kickl und Co.? Nein, ich habe mir immer von jeder Partei das Parteiprogramm angesehen und ich habe geprüft, was die einzelnen Parteien nicht nur gesagt haben, sondern was sie vor allem getan haben. An ihren Werken müsst ihr sie messen. Und beispielsweise die eine Äußerung, die ich immer wieder kritisiert habe an Herrn Kickl, war, als er Innenminister war und gemeint hat, das Recht muss der Politik folgen. Das geht nicht. Die Politik muss dem Recht folgen. Und darüber gibt es keine Diskussion für mich. Sie haben ja doch überraschende politische Erfolge eingefahren auf lokaler Ebene. Ja.
Hat sich schon irgendjemand angerufen aus einer anderen Partei, aus der FPÖ oder aus einer anderen Gruppierung und gesagt, schaut bei uns vorbei? Es gibt Unterstützungen, insbesondere auch von der grünen Seite. Was heißt das? Darüber möchte ich derzeit keine weiteren Aussagen treffen. Das heißt, Grünpolitiker wie Kogler oder Ex-Grünpolitiker wie Anschober? Ich habe nur gesagt, von der grünen Seite ohne Namen zu nennen, und ich werde auch keine Namen nennen. Das ist aber überraschend eigentlich. Und für mich ist es nicht überraschend, weil die Grünen sind heimatlos geworden. Die Grünen können sich nicht mehr mit der Politik der grünen Regierungspartei identifizieren. Entstanden sind ja die Grünen in den 1970er Jahren aus Hainburg. Es war ja eine Friedensbewegung. Es war eine Bewegung, die etwas für die Menschheit Positives bewirken wollte, die Umwelt schützen wollte. Was haben wir heute an der grünen Regierungsspitze? Politiker, die Menschen durch überbordende Maßnahmen in ihren Grundrechten beeinträchtigen und schädigen. Und was hat Ihnen die grüne Seite angeboten? Es gab Unterstützungsgespräche. Das müssen Sie mir genauer das erklären. Das möchte ich näher heute noch nicht erklären, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, heute aber noch nicht. Ja, das ist interessant, meine Damen und Herren. Der Chef der MFG sagte eben, dass er von grüner Seite klare Signale zur Zusammenarbeit bekommen hat. Er wollte nicht präzisieren, wie diese Signale ausgeschaut haben und wie diese Unterstützung tatsächlich gewesen sein könnte. War es vielleicht finanzieller Natur oder mit politischer Infrastruktur? Ich möchte dazu prinzipiell auch keine Aussage treffen, aber es war nicht finanzieller Natur, sondern es war das Angebot zur Unterstützung. Weil eben die MFG Werte vertritt, die auch einst die Grünen vertreten haben, beziehungsweise gewisse Grüne auch heute vertreten. Aber Van der Bellen gilt ja als an sich ein Ex-Grüner, der aus dem grünen Lager kommt. Das heißt, Grüne. Man bleibt das, was man immer war, nur deswegen, weil man formell seine Mitgliedschaft zu einer Partei ruhen stellt, wird man deswegen nicht rot, schwarz oder sonst in irgendein Lager dann wechseln. Van der Bellen bleibt für mich ein Grüner. Ja, danke vielmals, Herr Brunner. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen und Monate noch bringen werden. Möglicherweise werden Sie im Gespräch mit Fenner Live irgendwann einmal wirklich konkret sagen, wie das Angebot der Grünen an Sie ausgesehen hat. Wir warten ab und wir lassen uns überraschen.